Schatz, ich bin im Keller. Sieht das hier aus? So. Mann, erstmal müssen wir hier ein bisschen aufräumen. Da fahre ich mal den Bock raus. So, ja, ihr seht ja hier vielleicht schon, ich bin gerade an dem, an dem Mölli für den, wie heißt der denn nochmal? Der ist soweit fertig. Da bin ich jetzt im Finish und ja, wollte mal ein bisschen quatschen heute. Aber erstmal müssen wir hier mal aufräumen, wie gesagt, ne? Ich glaube, ich wiederhole mich schon wieder. Das kann weg, bisschen Musik. Radio Frei ist eigentlich ein geiler Sender, aber manchmal kommt da so viel Gelaber. Aber unser Team war schon deutlich früher. Ach, von mir aus MDR Thüringen. Ja, ich habe ein bisschen was Neues. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lang das Video wird. Vielleicht mache ich das auch wirklich einfach mal ein bisschen länger. Kostet ja nichts. Na gut, ist am Ende aber auch immer schlecht für die Umwelt, ne? Weil das muss ja immer auf so einem Server irgendwo liegen und da sollte man sich schon ein bisschen Gedanken drüber machen. Vielleicht nicht so viel Scheiß hochladen. Auf der anderen Seite bringe ich die Leute vielleicht auch mal dazu, rauszugehen, nicht so viel vorm Rechner zu hängen. Also vielleicht noch meine Videos gucken und dann mal im Keller was basteln. Ja, ich kann das absolut nicht leiden, wenn das hier so aussieht. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir nicht. Das auch nicht. Das brauchen wir. Das brauchen wir nicht mehr. Was ist? Ich muss mir wirklich mal so ein ganz einfaches Hemdmikrofon zulegen. Ich habe das Ding hier immer irgendwo rumhängen. Das mit den Nadeln hier, das kann viel schmaler werden und braucht auch gar nicht so tief sein. Guck mal hier von der Seite. Da reicht's, wenn ihr zwei bis anderthalb Jahresringe dicker lasst. Und ich habe im Tiller gemerkt, dass das sich immer noch nicht mitbiegt. Das bleibt immer noch steif. Denn diese Kräfteübertragung hier oben ist gar nicht so groß. Es geht so nach unten weg. Ja, und die mache ich jetzt noch ein bisschen dünner. Tiller sieht schon gut aus. Und das Ding habe ich hier Wärme gehärtet nochmal, dass das auch schön leicht wird. Und jetzt ist er so im Grunde, ist er eigentlich fertig. Er ist jetzt sozusagen im Finish. Ich spanne den mal kurz auf. Oh, kriege ich gerade so aufgespannt. Und ich glaube, da muss auch noch eine andere Sehne drauf. Schau mal hier. Ach nee, hier, guck mal. Der Knoten ist nicht richtig. So, jetzt. Jetzt siehst du es. Ja, der läuft gut. Ich zeige euch mal ein paar Bilder. Ich blende das mal ein. Der macht hier auch so richtige Wellen, ne? Ja, und jetzt mache ich die Nadeln, will ich jetzt
noch ein bisschen schmaler machen. Weil 31 Zoll, das ist schon eine Hausnummer, der Auszug. Ne? Ah ja, zum Aufspannen machen wir die Nadeln mal dran. Beim Tiller habe ich schon gesehen, bei der Aufnahme hier müsste auf jeden Fall nochmal reingegangen werden. Und hier hast du ja, diese Welle drin. Und hier ist auch wieder so ein bisschen Deflex, ne? Also, aber man muss hier, wenn man sich am Jahresring orientiert, der kann hier ruhig ein bisschen schmaler noch. So, aber erstmal machen wir die Nadeln. Gucken wir mal, wo wir noch was wegnehmen können. Ich bin ja schon so gespannt. Immer noch nichts raus. Das heißt, dass die 20% der Ausbildung, auch für die Ausbildung, die selber nicht ausbilden. Das heißt, ich bilde als Betrieb, ich bin ein. So nicht, Junge. Als Betrieb lebe ich natürlich sinnvoll, und danach natürlich, wenn man im Betrieb braucht, wenn wir weiter beschäftigt sind. Ich habe jetzt sozusagen rentiert, wenn wir jetzt nur mal aus dieser wirtschaftlichen Gesellschaft. Ja, wichtig ist halt, ne, dass die nicht kippen. Deswegen mache ich das immer ganz gerne im aufgespannten Zustand nochmal. Könnte eigentlich fast sogar noch mit einem Ziehmesser rangehen. Bei dem. Jo. Wir müssen dann abspannen, ziehen wir das nochmal glatt mit einem. Mit dem Schwanenhals. Und jetzt machen wir erstmal die Seite. Die sah eigentlich schon gut aus hier. So, okay. Jetzt spanne ich den mal ab und ziehe das alles gerade. Boah, ist das warm. Könnt dann auch ruhig hier mal so mit einer Rundung über den Rücken gehen. So war zum Beispiel der Maglemosegard, war so, glaube ich. Oder Typ Rindweg. Ich weiß jetzt wirklich nicht genau. Ich glaube aber, es war der Maglemosegard. Das ist im Prinzip auch wie ein Mölli, aber der wird rund am Ende. Also das ganze Ding war hier rund. Weil je weniger Gewicht hier ist, so schneller wirft er. Ja, was ich jetzt auch festgestellt habe, ich habe einen schlechten Ablass, also ich habe ein schlechtes Release. Und ich habe ja trotzdem immer denselben Release und kann dann bei den Crony-Tests und so miteinander die Bögen vergleichen. Ich kann jetzt sagen, der wirft schon schnell von meinen Bögen, der wirft langsam. Aber diese Crony-Zahlen, glaube ich, spiegeln nicht wirklich das wider, was die Bögen werfen. Also die werfen noch schneller, definitiv. Das habe ich jetzt nämlich gemerkt, als ich den Penobscot nochmal geschossen habe. Ich konnte den fast 5 Meter pro Sekunde schneller schießen, weil ich einfach mal an meinem Release gearbeitet habe. Ja, und das geht sicherlich noch besser. Der wirft wahrscheinlich noch besser. Die Leistungssteigerung scheint aber doch nicht so super zu sein. Also durch dieses Backing. Na, ja, jedenfalls bin ich mal gespannt, was der hier wirft, wie schnell ich den dann kriege. Guck mal hier. Ich hole euch mal runter. So, erstmal ist das Einfachste, das schon vorher planen zu kriegen, beides. Aber wenn das nicht klappt, könnt ihr mit einem Schwanenhals auch immer noch mal drüber gehen, bis das in den Jahresring übergeht. Geht das so? Nahtlosen Übergang. So passt das. Und dann hast du wirklich so einen nahtlosen Übergang.
So, die Seite ist fertig. Ach nee, halt, Tillon. Ich wollte ja hier noch ein bisschen was wegmachen. Wobei, hier ging es eigentlich. Der Arm hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber wenn wir da was wegnehmen, müssen wir hier auch. Und da würde ich... Hier war er noch ein bisschen steif. Das sieht man auch am Jahresring. Ich meine, der läuft zwar schon schön pyramidal aus, aber das passt nicht, weil der... Weil das ist ja kein Pyramidalbogen. Ne? Also müssen wir hier noch ein bisschen verjüngen. Und da war er auch zu steif. Ich gehe dann immer ganz gern über die Seiten. Nicht flach drauf, sondern seitlich so. Schleifen. So, okay, so, der ist jetzt wirklich fertig, der Arm. Der ist sehr leicht, der Bogen, also für die Größe, der ist extrem leicht. Und guck mal, wie dünn der ist. Das ist echt, der schießt bestimmt gut. Ja, mit dem Schießen bin ich ja... Bin ich ja nicht mehr so gut, ne? Früher habe ich ja alle weggezogen. Hier. Die Seite ist fertig. Jetzt schaut es gut aus. Und für Erfurt gucken wir auch mal aufs Wetter. Das ist heute ein anderer sonniger Tag. Wenn ihr jetzt bereit in der Früh. Der hier hat hier so ein bisschen, noch ein bisschen dicke. Zumindest hier vom Studio und gar keine Wolke am Himmel. Ich fixiere die immer ganz gerne auf der anderen Seite, dass das hier nicht so wackelt. Ja, das mit dem Rauchen, ich weiß auch nicht. Ich will es mir eigentlich abgewöhnen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es schmeckt mir nicht mehr. Aber ich habe mir in letzter Zeit überlegt, warum mache ich das überhaupt? Eigentlich ist Rauchen dumm, oder? Ich rauche ja auch gar nicht so viel. Also manchmal rauche ich den ganzen Tag keine. Und dann abends zum Bierchen. Da kommt schon, ja, früher beim Kacken gern mal. Oder zum Kaffee. Ne? Das habe ich mir auch abgewöhnt. Das brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Kann auch nur mit Kaffee kacken. Nee, es geht auf die Lunge. Das merkst du. Und schmecken, ja, es schmeckt mir schon noch. Was ich allerdings überhaupt nicht nachvollziehen kann, sind diese Filterkippenraucher. Das stinkt ja wie die Pest, das Zeug. Wenn er die im Auto raucht, da stinkt die ganze Karre ewig nach. Also das habe ich noch nie so gern gemacht. Ich habe eigentlich schon immer gedreht. Und da so nach eigentlich 3-4 Zügen reicht mir das auch schon mittlerweile. Und da bin ich echt am Überlegen, kannst du eigentlich auch aufhören, ne? Ich habe mir mal überlegt, wie hat denn eigentlich deine erste Zigarette geschmeckt? Ne? Ich habe auch als Jugendlicher angefangen zu rauchen. Willst du cool sein und rauchen? Ja, so ist das. So fangen die meisten an. Weil manche fangen auch an, weil sie kiffen wollen. Ne? Kannst aber auch ohne Tabak kiffen. Kannst du auch einen Joghurt machen. Oder einen Tee. Das knallt sowieso viel besser. Und dann habe ich überlegt, diese ganze Tabakwerbung und so, ne? Das muss man erstmal schaffen, also für so ein Produkt, was eigentlich ein Gift ist, was eigentlich total eklig schmeckt beim ersten Mal. Das ist eigentlich eine, ja, das verdient einen Nobelpreis, Leute zu bewerben, das zu rauchen. Also sich sowas anzutun, ne? Wo ich eigentlich drauf hinaus will, ist, wem bewirbt man jetzt eigentlich mit Tabakwerbung? Ich meine, also mich brauchst du nicht bewerben. Ich kaufe mir das Zeug oder ich rauche das, weil ich süchtig bin, das ist so. Ja, die Jugendlichen. Eigentlich ist es Werbung für Kinder. Ja, die Einstiegsgruppe sind 14 bis 18. Das war für mich auch so der Knackpunkt, wo ich sage, das ist scheiße sowas. Denn Rauchen ist nun mal einfach belastet das Gesundheitssystem. Du stirbst früher, du stinkst übelst. Du musst ständig rausgehen. Oder, ja, also in der Kneipe, ne?
Am liebsten wäre mir ja so wie Helge das macht, so ab und zu mal eine. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Man merkt auch schon so nach einem Tag, wenn man einen Tag nicht raucht, wie man da durchatmen kann. Ja. Naja, zumindest versuche ich es jetzt in Zukunft in den, jetzt in so einem Video vielleicht schon ab und zu nochmal ein Rauchen, aber in den Videos vielleicht ein bisschen zu lassen, weil das gucken ja auch Kinder, ich bin ja auch Vorbild und so. Also steckt euch sowas niemals in den Mund und zündet das an. Wisst ihr, wie das ist? Willst du Respekt in der Clique, nimm die Dicke. Und wenn du sie wieder loswerden willst, dann musst du eigentlich nur rauchen. Dann stinkst du morgens wie so ein, ja. Dein Mundgeruch befördert dich eigentlich gleich wieder ins Koma. Du stinkst dann wie so ein Mülleimer. Eigentlich ist er rein theoretisch hier zu dünn vom Jahresring her. Wir machen mal hier noch was weg. Kiffen habe ich ja früher auch immer mal gemacht. Ne? Wir sind früher. Ich habe ja 2002 Holzbildhauer gelernt in Empfertshausen. Wir sind morgens eine Bong um 6 dann ins Auto, also ich bin nicht gefahren. Ne? Dann eine halbe Stunde in die Rhön gefahren und dann wurde der nächste gezischt. Und dann haben wir eigentlich den ganzen Tag nur geschnitzt. Ja, da kann man das auch machen, weißt du. Ja, aber ihr seht auch an mir, dass es mit den Kiffen manchmal schädigt. So, jetzt können wir den hier genauso wie den anderen noch schön flach auslaufen lassen. Die Seiten sind schon fertig. Und vor allem könnt ihr das hier schön rund machen. Das zeige ich euch mal aus der Nähe. Was hast du? Und da schnitzen wir jetzt unser Zeichen rein. Willst du alte Klamotten haben? Was ist denn das? Der Bundeswehr-Parker? Nee, das ist von der Panzerführer, russischer. Ey, die ist übelst dick. Ey, geil. Ey, das muss ich euch mal zeigen. Guck mal die fette Jacke an. Die kannst du mit und ohne Futter tragen. Warte mal, die zieh ich mal an. Die haben nur leider schon die Mäuse dran gefressen. So. Ach nee, wir waren ja hier. Na, wollen wir noch ein Bierchen trinken oder was? Ja. Bäh, Hefeweizen. Mögt ihr Hefeweizen? Boah, ey. Wo es manchmal richtig gute Markenklamotten gibt bei Kick. Nee, wie heißt das? Neben dem ehemaligen Kino hier. Sagen wir, der Russen, Leute, sind nur Russen drin. Ach ja, Alter, die Kaserne oder was? Nee. Resales, das Resales. No. Ja, aber das hat TK Max heißt das. Da hole ich mir immer Lederkram und so für die Bögen. Riss uns mal eine Fluppe. Ich mache jetzt mal hier mit dem Geißfuß mein Zeichen rein. Also das hier, das scheint irgendwie eine Verfärbung zu sein. Ich dachte erst, es ist angebrochen, aber es geht nicht weg. Das ist eine Verfärbung irgendwie. Ich habe eine richtige Bomberjacke. Von Schott USA. So, das ist eben das Operation ist vorbei, jetzt müssen wir nicht mehr aufpassen. Was war das für eine Operation? Oder willst du das nicht sagen? Nee, das Schlimme ist. Das wird bald für mich.
Die haben gesagt, ich habe eine vergrößerte Leber. Da habe ich gesagt, das ist gut, ich trinke auch gern mehr. Macht man das jetzt? Jetzt gehe ich hier nochmal überall drüber. Schleifen, schleifen. Und dann wird lackiert. Die Nadeln sind geil. Die sind schön dünn und rund. Gibt bestimmt eine Menge Leistung. Oh, jetzt kommt hier wieder Musik im Hintergrund. Da wird sich garantiert wieder dieser komische Filter melden, dass hier irgendein Lied im Hintergrund läuft und ich damit, ja, dass das ja nicht sein darf auf YouTube, ne? Das ist so bescheuert, ey. Was ist das? Öl. Hartöl. Du musst aber noch für mich eine neue Strippe bauen. Hier. Eine neue Sehne. Wieso? Was mit einer alten Sehne? Die ist weg. Die ist verbummelt. Wie kann man denn eine Sehne verbummeln? Weiß nicht, wo die ist. Die liegt irgendwo. So, erstmal schön einschmieren, dass das überall einzieht. Ist so ein Bogen eine Wertentlappe? Was? Ist so ein Bogen eine Wertentlappe? Nö, eigentlich nicht. Doch, selbstverständlich, ja. Meine auf jeden Fall. Naja, ich habe einen Bogen von Roland Bauer. Der ist mit 45 verstorben. Rest in peace. Und ja. Ich habe einen seiner letzten Bögen. Also er ist 2015, glaube ich, gestorben. Und ein Jahr davor hat er mir noch einen Bogen gebaut. Richtig schön. Auch so ein in dem Stil. Kann schon sein, dass die Dinger mal irgendwann was wert sind, also wenn sie gut erhalten sind, noch gut schießen. Und vor allem, wenn du alles erkennst, alle Signierungen und sowas. Ja, also Imprägnierung ist mit das Wichtigste, dass das alles schön dicht ist.